Wir spielen jetzt tödliche kleine Geheimnisse. Alexius wusste zwei Dinge. Alcons Eltern waren entführt worden und man hielt sie in ein Isolabor gefangen. Er hatte den Schlüssel, doch er sorgte sich darum, wie er wieder hinauskommen würde. Betritt die geheime Testkammer. Also wir haben es ja erfahren, dass von den kleinen Jungen, den wir kennengelernt haben, ja, das war jetzt der falsche Tab, dass die Eltern da entführt wurden. Also es war kein Kidnapping, sondern ein Parentnapping, sagt man das so? Also irgendwas so in der Art. Und wir sollen jetzt einfach mal die Testkammer betreten. Und die Eltern finden, hoffentlich. Das hier ist der perfekte Ort, um vermisste Menschen zu verstecken. Ja, mitten in Atlantis, hm? Aber ich denke, ich weiß, wie sie sich öffnen lässt. Ja, wir haben ja die Scheibe, genau. Ja, Alexis, du bist klug. Du bist klug. Deswegen hast du auch Wissenssequenz 2 mittlerweile. Je komplizierter der Schlüssel, desto größer das Geheimnis. Ich brauche komplizierte Schlüssel. Finde Alcons Eltern. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Wir gucken jetzt einfach mal vorbei. Da will jemand keinen ungebetenen Besuch. Warum? Ach so, weil hier Soldaten sind. Naja, das hält uns ja nicht auf, Alexius. Das weißt du doch. Das ist doch alles Schall und Rauch hier. Wir machen hier richtigen Terror und dann wissen die, was hier Phase ist. Okay, die haben mein Adrenalin weggesaugt. Das ist nicht schön. Und da sind zu viele Menschen. Scheiße. Ja, erst die große Klappe gehabt, ich weiß. Jetzt merke ich, dass die scheiße sind. Das ist ganz wichtig. Erst mal eine Heilung reinziehen. So, und jetzt versuchen wir mal noch ein bisschen nur klassisch zu kämpfen. So. Ich bin dabei, wieder auf einen guten Pfad zu kommen. Ja, die, das mit der Adrenalinblocken und so, das können die sehr gut. Das gebe ich zu. Da tun die mich oft kalt erwischen. Aber ich habe jetzt mittlerweile 3 Adrenalin. Jetzt kann ich wieder ein bisschen die große Fresse haben. Ach komm, Freundchen, lass sein. So, jetzt gibt es eins auf die Schnauze wieder. Ich habe Adrenalin. Ah. Und er will es wieder zerstören. Nix ist. Das ist meins. Gut, naja, also haben wir ja fast alle hier einfach mal so platt gemacht. Ja, wir hätten natürlich die Dinger hier auch beschädigen können, dann hätten die sich wieder den Sand aus ihren Augen gerieben. Das wäre natürlich auch eine gute Taktik gewesen, aber ihr wisst ja, ich renne einfach mal durch. Oh Gott, ich habe die Befürchtung, wir müssen gegen so ein Vieh dann kämpfen. Das ist auch so eine Minotaurus-Story hier, hä? Und ein Zyklop. Ach, die stellen die Dinger her. So, so. Alter Scheißdreck, ey. Eine Medusa.
Das sind doch die, die ich alle schon kalt gemacht habe. Alter Scheißdreck. Es geht hier ab. Oh. Okay. Ich habe dich erwartet, Alexios. Willkommen in der Geburtsstätte der Legende. Wer spricht da? Los, zeig dich! Mein Name ist Aether. Ich bin Wissenschaftler. Und in gewisser Weise sind dies meine Kinder. Du hast den Minotauros, den Kyklopen und die Schlanghaarige erschaffen? Sie sind Monster! Sind wir nicht alle Monster? Unperfekte Wesen, die danach streben, ihr volles Potenzial zu entfalten? Bist du nicht deshalb hier? Oh, nein, ich suche zwei vermisste Menschen. Ich bin hier, weil ein kleiner Junge seine Eltern vermisst. Und alle Hinweise auf dich deuten. Wie überaus menschlich von dir. Oh. Ja, ich weiß gar nicht. Der hat ein Faible für... Ich verunstalte Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Ja. Da ist so ein komischer Zombie gewesen. Ich dachte, die wären jetzt explodiert. Ja. Liebe Freunde der Sonne, ihr seid ja hier so zahlreich. Was geht denn hier ab, hä? Zack. Die schnauzen euch, ja. Zack. Ui, die explodieren und die stinken auch noch. Ihr sollt nicht stinken. Stinken mag ich nicht. Also das ist ja jetzt wirklich was ganz Neues. Hier irgendwelche Kandidaten, die ja so, so nicht mehr so ganz normal sind. Wir gehen einfach weiter. Wir müssen ja nicht hier alle töten. Das waren mal früher vielleicht Menschen. Lamades! Rene! Seid ihr hier? Hier drüben! Wir sind hier! Oh! Bitte, hilf uns! Wir können sie noch retten. Du bist hier. Lyra, was machst du denn hier? Ach, na eben. Sie kamen in der Nacht. Ich werde nie sicher sein. Keine Sorge, ich hole euch alle hier raus. Weißt du denn nicht, dass es grausam ist, zu lügen? Was? Grausam ist es, Menschen zu entführen und mit ihnen zu experimentieren. Ohne Opfer kann es keinen Fortschritt geben. Und ohne Experimente gibt es keine Perfektion. Du brichst Poseidons Gesetz. Ich erweitere unser Wissen zum Wohle von Atlantis. Poseidons Borniertheit hält uns im Dunkel fest. Aber wir sind nah dran. So nah. Menschen sind keine Ratten. Menschen sind doch keine Tiere, die man einsperrt und foltert. Sie wurden erschaffen, um uns zu dienen. Das ist ihr einziger Zweck. Lass diese Leute gehen. Es ist zu spät für sie. Das Olympus-Projekt hat bereits begonnen. Als ein Mensch vor dem Ende der Transformation entkam, mussten viele andere sterben. Das wird nicht wieder passieren. Das verstehst du sicher. Nun, dann sahst du, zu welcher Bestie sie wurde. Ich hole die Menschen hier raus. Aber willst du nicht wissen, was hinter dieser Tür ist? Es ist mir eigentlich egal, was hinter der Tür ist. Gut. Sag's mir halt. Spiele mit. Sag es mir. Warum reden, wenn ich es dir zeigen kann? Nur, wenn du die Kammer betrittst, sind ihre Leben verwirkt. Du kannst nicht beides haben. Und wenn ich dich einfach töte, diese Menschen hier befreie, diese verdammte Tür einfach aufbreche? Alles klar. Hologramm. Du kannst mich nicht töten, Alexios. Ich sehe, du kämpfst mit dir. Was, wenn die größte Errungenschaft von Atlantis hinter dieser Tür wartet? Und wir sie dir verdanken? Was willst du damit sagen? Dieser Weg führt zur Unsterblichkeit. Für dich.
Für uns! Begrüße dein Vermächtnis und vergiss diese armseligen Menschen. Lass die Sterblichkeit hinter dir. Die Antworten auf all deine Fragen liegen hinter dieser Tür. Bitte, rette uns oder wir sterben! Du wirst wiedergeboren! Willst du nicht wissen, warum du wirklich hier bist? Befreie diese Leute und diese Tür wird dir auf ewig verschlossen bleiben. Gehe hindurch und sie wird sich hinter dir schließen und diese Ratten gehören mir. Wie entscheidest du dich für ihr Leben oder dein Schicksal? Ich gehe natürlich nicht durch die Tür, ich rette diese Menschen. Scheiß auf deine Tür! Ich versprach einem kleinen Jungen, seine Eltern nach Hause zu bringen. Und genau das werde ich tun. Sehr enttäuschend. Aber egal, wenn Atlantis zwei Dinge im Überfluss hat, dann Adamant und Menschen. Kommt, verschwinden wir von hier. Danke, die Castis. Ich werde Alcon wiedersehen. Beeilung. Wie können wir dir jemals danken? Sag deinem Sohn, falls ihn jemals ein Isur Ratte nennen sollte, wird sich die Castis Alexios um ihn kümmern. Poseidon hat mich angelogen. Sie haben die ganze Zeit mit Menschen experimentiert. Das ist wirklich ein richtig heftiges Ding. Das war die Quest Tödliche kleine Geheimnisse. Und die Quest Die Castis von Atlantis.